Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft und wir waren in der letzten Folge dabei, die Stelle schon mal prinzipiell als Grundgerüst darzustellen. Das habe ich gemacht und jetzt war ich gerade dabei, hier einen kleinen Weg zu bauen. Das hier schmeckt mir nicht so. Der soll nach da wachsen. Dann mache ich vielleicht einen Zaun drumherum. Mal schauen. Jetzt machen wir erstmal hier den Kram würde ich mal weg. Ah, da brauche ich aber jetzt eine Schere, ne? Na egal, ich lasse es jetzt hier erstmal. Und überlege mal, was wir jetzt als nächstes machen können. Wir können mal gerade, wo ich hier noch dabei bin, Wege zu bauen, können wir mal hier noch ein Wegesystem bauen. So, hier müsste ich ja dann zur Seite gehen. So, zum Beispiel. Hier schon mal ein Weg. Hier könnten wir dann so einen Weg. Ich dann eins freilassen und dann hier lang. Machen wir das alles im gleichen Stil. Tja, das war's mit meiner Schaufel. Aber eigentlich müsste hier irgendwo noch eine sein. Nee, hatte ich in der anderen Kiste, ne? Ja, hatte ich in der anderen Kiste. Okay, macht nix. Macht nichts. Die Kisten wollte ich ja sowieso eigentlich endlich mal umsiedeln, darüber ins Haus, ins neue Lager, aber hey. So, da ist die Schaufel, die gibt aber auch bald den Geist auf. Okay, wie sieht es hier mit unserer Kohleproduktion aus? Ganz gut. Hier können wir die mal reinballern. Oh, sortieren. Dann noch eine neue Schaufel bauen. Und was ich dann auch brauche, sind Laternen. Das würde ich gerade gern noch machen. Da muss ich jetzt aber mal die Kisten durchgehen, ob wir irgendwo das noch haben, bevor ich jetzt da wieder so viel Items für verschwende. Hier haben wir nämlich noch 14 Stück, seht ihr? Und dann gehe ich mal noch in der anderen Kiste hier vorne gucken, ob da nicht noch Fackeln oder irgendwas drin sind. Damit ich jetzt nicht wieder unnötig viele herstelle. Die kann man zwar immer mal gebrauchen. Ich glaube, ich habe keine Fackeln mehr. Hier, Fackeln. Doch, da habe ich sie nämlich. Seht ihr? Ich habe jetzt fast wieder Kohle verschwendet. Wenn ich ja eigentlich gerade mal aufhören wollte. So, Eisen ist hier drin. Brauchen wir natürlich auch. Nee, warte mal. Falsch, was ich da gemacht habe. So, oh Gott. So viel Platz habe ich gar nicht. So. Zack. Zack. Einmal den hier. Hast du, der bräuchte doch noch welche. So. Überall 16 haben. Dann machen wir einmal die 48 Fackeln alle voll. Und dann mache ich hier raus wieder Eisen. Entschuldigung. Digga, die Ente schiebt mich einfach weg. Ich glaube, es geht los. Ach Mist. Warte mal, mir fehlt genau einer, aber der war, glaube ich, hier drin, ne? Ja, optimal. Haut ja mal was hin. Sehr selten der Fall. Gut, dann gehe ich kurz pennen. Dann können wir danach die Fackeln anbringen gehen. Sag mal, das habe ich da oben vergessen, oder? Ja, da oben muss ich noch die Stufen, die Treppen hinsetzen. So, und hier drin. Hier drin brauche ich auch dringend Licht. Das mache ich mal gleich nach dem Aufstehen. Was ist das für eine Musik, die hier läuft überhaupt? Und keine Ahnung, von welchem Game die gerade ist. So. Ach, guck mal, wir haben da ja sogar eine hängen. Aber die macht mir irgendwie nicht genug Licht. Das mache ich lieber so. Gefällt mir besser das Prinzip.
Hier habe ich auch so eine hängen. Das habe ich damals auch einfach gemacht, weil ich nicht viele davon hatte. Jetzt gehe ich lieber mit der Strategie hier. Nee, ganz ehrlich, da finde ich es immer schön, den Sonnenaufgang so anzugucken. Da brauche ich keinen. Wir haben ja da draußen zwei hängen. Das schickt so. Dann können wir die jetzt mal hier rundum schon anbringen gehen. Dann haben wir das auch schon erledigt. Zack, zack. Dann ist es hier auch direkt schön ausgeleuchtet überall. Wunderbar, so wünscht sich der gute Bauer das. Seine Tiere auch schön viel Licht haben. Und dann können wir eigentlich auch schon ansiedeln, Tiere, ne? Die haben dann zwar noch kein Dach, aber das ist eigentlich erstmal gar nicht so schlimm. Schafe und Schweine würde ich erstmal holen. Wobei, Schafe und Hühner, Schweine sind erstmal nicht so wichtig, weil die geben nur Fleisch und das brauche ich eigentlich nicht. Schafe wären eigentlich am wichtigsten tatsächlich. Für Wolle? Was haben die nochmal gefressen? Auch den Spaß hier, ne? Und Hühner haben die Samen gegessen. Bist du ein Huhn oder eine Ente? Du bist eine Ente. Tja, jetzt ist die Frage, ist das da drüben auch eine Ente? Auch eine Ente. Wo kriegen wir Schafe her, ne? Hier gab es nämlich nirgends welche. Und ich baue ja auch noch zwei Stück. Ich brauche zwei Stück. Da wäre auf jeden Fall ein Schwein. Ach, Schweine wollten Möhrchen. Ich erinnere mich. Und das hier ist ein Huhn. Das ist auch ein Hühnerei. Die Mucke ist auf jeden Fall gerade sehr passend. Ich glaube, es ist Final Fantasy Musik, oder? Ja, mit Schafen hatten wir ja hier ein kleines Problem. Und das ist nicht gerade gut. Das heißt, ich müsste direkt zwei finden, wenn ich so einen weiten Weg auf mich nehmen muss dafür. Das Ding war, hier hatten wir dann irgendwann am Ende welche gefunden, ne? Aber wir haben hier irgendwie echt eine Area, wo nichts spawnt. Was man braucht. Hoppa. Ich habe irgendwie ein Flashback. Ich bin hier schon mal rumgerannt und habe Schafe gesucht. Und das Ding ist, der Weg jetzt ist schon unerträglich eigentlich mit denen zurück. Weil ich schon so weit weg von zu Hause bin. Und dann brauche ich auch noch zwei. Ich laufe diesen Weg ja hier unmöglich zweimal. Aber hier ist ja nicht mal ein Schaf. Also... Bringt mir ja eh nichts da. Ne, das ist ein Block. Ja, das ist echt bitter. Da hinten sind Pferde. Tja, nirgends Schafe, Leute. Oh, das wird echt ein Problem hier. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir den Stall voll kriegen. Damit wir uns darum keine Sorgen mehr machen müssen. Also Schweine kriegen wir auf jeden Fall. Das ist kein Problem, aber die Schweine sind aktuell nicht so wichtig. Kühe haben wir für das Leder. So, das hier hieß Dorf Malgrad. Füge ich das gerade auch mal wieder hinzu. Dorf Malgrad. Das ist alles mager hier. Da ist ein Schaf. Okay, das ist eins schon, aber das bringt uns nichts. Wir brauchen ja zwei. Oh, da sind welche. Okay, aber wie kriegen wir die aus dem Wasser raus? Wir müssen denen hier irgendwie einen Aufgang bauen. Komm mal her, komm mal her. Das ist unsere einzige Chance. Am besten nehmen wir gleich alle drei mit. Nee, nee, ich bin noch hier. Oh Mist, das funktioniert gar nicht, was ich hier gemacht habe. So, jetzt aber. Jetzt funktioniert das. Hallo, du auch, bitte. Komm drauf. Komm drauf, beide. Ja. Ist der andere auch da? Perfekt. So, und jetzt hier zu eurem neuen Homie. Dann nehme ich euch gleich alle drei mit. Dann hat sich der Ausflug wenigstens halbwegs gelohnt. So. Muss ich nur mal kurz was essen? Dann geht's weiter, Leute.
habe auch Hunger. Ihr habt Hunger, ich habe Hunger. So, mitkommen. Nur mal schauen, dass ich grob in die richtige Richtung laufe. Ah, ist halt schon ein ganz schönes Stück, ne? Am besten laufe ich halt hier hoch. Damit wir so wenig Wasser wie möglich überqueren müssen. So, die Richtung musste... Hilfe, mein Hals, die Richtung musste passen. Oder? Ja. So, da, genau. Wir gehen mal hier lang. Lass bloß meine Schafe in Ruhe, Junge. Sonst gibt's Ärger. So, kommt mit, meine neuen Freunde. Ich bringe euch in euer neues Zuhause. Da wird's euch gefallen. In Gefangenschaft. Da lebt sich's doch am besten als Schaf. Auf wenig Platz. Wobei, nein, das stimmt nicht. Die haben viel Platz. Haltungsstufe 4 mindestens. Nein, eigentlich schon Bio. Eigentlich schon Bio. Ich fütter denen nur gutes Weizen. Bio-Weizen. Ja, also es gibt keinen Grund zur Beschwerde hier. Hey. Eigentlich muss man einen Screenshot davon machen. Wie ich meine Schäfchen hier rekrutiere. Wunderschön. Das war nicht die beste Stelle für einen Screenshot. Ah, okay, die Richtung ist aber noch... Nein, nicht da reinfallen. Nein, nicht da reinfallen. Oh Gott, das war kurz knapp. Ah, das ist schon geil. Hallo, hallo. Hallo, Junge. Unglaublich. Wer einfach das Interesse verloren hat. Kommt mit. Ich bringe euch in euer neues Zuhause. Geh ich noch richtig? Ja. Wir müssen hier lang. Kommt. Oh, es ist echt mühselig. Oh je. Ich glaube, wir gehen lieber hier lang. Hey, wir haben wieder einen verloren. Junge. Komm mit. Digga, was ist mit ihm? Ich habe Essen für dich. Komm mit. Oh, ich hasse das. Wirklich das Nervigste. Aber ey, ich will mich nicht beschweren. Nicht da reinfallen, nicht da reinfallen. Bitte nicht da reinfallen, bitte nicht da reinfallen. Ich will mich nicht beschweren, immerhin haben wir Schafe gefunden. Und zwar noch gleich 3. 2 hätten zwar gereicht, aber einen geschenkten Schaf. Dem schaut man nicht ins Maul. Kennt ihr das Sprichwort? Einem geschenkten Schaf schenkt ihr keinen Beischlaf. Okay. Cool. Und sonst so, Leute? Das geht. Ich bin hier mit meiner Gang. Mit meiner Schäfchen-Gang. Und wir haben es gleich geschafft. Ich kann schon das Haus sehen. Wir sind gleich beim Stall und ich hoffe, das schaffen wir noch, bevor es dunkel wird. Oh, wir müssen noch übers Wasser, ne? Ja, aber das müsste klappen. Du bist echt ein Problemkind. Das weiß ich jetzt schon. Junge, er rafft's halt echt nicht, ne? Unmöglich. Und jetzt haut der ab. Ihr müsst alle drei jetzt mitkommen. Es wird gleich dunkel, Leute. Das wird dann ein Problem. So, einmal hier lang. Haben wir alle? Ja. So, dann hier lang. Perfekt. Und hier drüben ist schon euer Stall. Nein, ey, Junge. Wenn du nicht willst, dass dir was zustößt, dann halte dich jetzt an die Spielregeln. Und folge mir, wenn ich das in der Hand halte. Kommt jetzt. Boah, die schwimmen so langsam. Das ist einfach nur nervtötend und es wird dunkel. Du kommst jetzt mit. Digga, mach jetzt nicht diesen. So, hier kommt er. Komm her, du auch. Komm jetzt. Komm jetzt hier rein. Hoppi. Und zwar Hoppi Flotti hier. So, perfekt. Einer von euch geht jetzt leer aus. Tut mir mega leid. Oh nee, oh nee, oh nee. Ich habe keinen Zaun. Ich muss doch Zaun haben. Doch, ich habe Zaun. Nein, 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 nein. Ihr kommt mal schön hierher. So, viel Spaß da.
Ich muss erstmal dringend los, bevor die Monster kommen. Sehr gut, dann haben wir schon mal Schafe. Das war wichtig, denn an denen mangelte es. Ah, schön. Dann ab in die Falle. Mal einen Schluck Wasser trinken. Eieiei. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Dum, dum. Dum, dum, dum. Okay, dann haben wir das auch geschafft. Und ich kann jetzt erstmal chillen. Denn ich habe keine Lust, jetzt noch Hühner zu holen, ehrlich gesagt. Denn die sitzen direkt da. Dann kann man drüber nachdenken. Wenn direkt da drüben welche sind, dann ja. Aber ja, eigentlich würde ich es gerne noch fertig bringen. Und zwei Hühner. Da drüben war auf jeden Fall ein Huhn vorhin. Da sind sehr viele Enten immer unterwegs. So, dann gucken wir mal. Hier war auf jeden Fall eins, ne? Ah, guck mal, hier sind sogar perfekt zwei. Sehr gut. Hühnchen. Ja, ja, komm. Komm mit. Theoretisch könnte man auch Heuballen platzieren und die Eier draufschmeißen. Dann brüten da von alleine Hühnchen. Das ist kein Hühnchen. Unglaublich. Ja, okay, aber das eine reicht. Wir machen es genauso, wie ich gerade gesagt habe. Ich platziere da Heu und schmeiße da zwei Eier drauf und dann kommen da Hühner raus. Und dann hat sich das geklärt. So, ich schwimme schon mal hier rüber. Ich hoffe, bin ich nicht weit, zu weit weg von dir. Junge, diese Musik. Huch, nein, ich muss das weiter in der Hand halten. Nein, was mache ich? Hier, komm, so. Komm. Ich wollte zu der epischen Musik dieses Hühnchen filmen. Du wirst es schaffen. Du wirst es schaffen, an Land zu kommen. Na los. Ich glaube an dich. Ja, Dira, 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 Dira. Komm. Du packst es. Du wirst es schaffen. Wenn du nur fest genug an dich glaubst. Okay, perfekt. So, dann komm mit. Wir müssen hier lang. Wir müssen hier lang und dann hier rein. So, kommen Sie mit. Perfekt. Und dann muss ich hier kurz Heu hinsetzen. Warte mal, das kriege ich so, ne? Ja, okay, ich habe ja zwei. Zwei reichen. Wenn mehr Eier habe, glaube ich nicht. Ich habe sogar nur ein Ei. Ein Ei reicht ja auch eigentlich. Dann muss ich dieses Ei da drauflegen und dann spawnt da eigentlich ein Vieh. Wenn ich ein bisschen warte. Du bist auch eine Ente. Naja, du bist unsere Hausente hier. Na gut, dann ernte ich mal kurz hier ab. Dann muss ich unbedingt eigentlich die Holzdinger drüber machen. Oh, jetzt habe ich das für den platziert. Eigentlich hasse ich diese Dinger ja, ne? Ach ja, genau deswegen. So, du kommst wieder weg. Du sollst nach da wachsen jetzt. Merk dir das endlich mal. Ich will die dann nicht mal ernten. Ich will einfach, dass die da sind. Damit das schön aussieht. Weil dafür sollen die auch ordentlich wachsen. Und da müssen wir noch eine Kakaobohnenfarm daneben bauen eigentlich. Au, ach, Digga. So, aha, perfekt. So nämlich. Und das machen die anderen jetzt bitte auch alle. Und dann können wir hier das mal auf. Dann können wir hier, dann müssen wir es dann hier machen. So, bis
Bis hier ist richtig, ne? Ja. Mist. Digga, diese Musik, ne? Einfach nur schön. So, den muss ich noch wegmachen. Und dann müsste ich die natürlich holen kurz. Ich hoffe, die sind da in den Kisten. Dann sind wir nicht irgendwie kaputt gegangen irgendwann mal. Aber ich hatte eigentlich sehr viele Kakaobohnen gefarmt. Guck mal, hier wären nochmal 64 Fackeln gewesen. But where are the Kakaobones? Oh, rote Beete haben wir auch noch nicht angepflanzt. Oh, wo sind die Kakaobohnen? Warum sind die hier nicht? Habe ich die echt damals verloren? Das wäre so bitter. Ich glaube, ich habe die echt damals verloren. Die sind damals despawned, ne? Die Kakaobohnen. Ah, oh, wie ärgerlich. Aber hier haben wir zwei Blumentöpfe, sehe ich gerade. Die können wir bald mal platzieren. Habe ich denn Tropenbaumsetzlinge? Ja, habe ich, aber hier wachsen, glaube ich, an denen keine. Hier wachsen an denen keine Dings. Was muss das passiert in einem Tropenbiom? Ja, okay, schade. Gut, egal. Wir sind eh am Ende und ich bin auch jetzt hier am Ende mit meiner Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten komme ich euch heute Nacht besuchen und werde euch elendig ermorden. Also Abo, Like, Daumen hoch. Im Moment, das ist das Gleiche. Ja, ich bin neu hier. Ich mache den Shot noch nicht so lange. Also, was ich sagen wollte, war, ich werde dich alle umbringen. Okay, was war das? Like lieber das Video. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Minecraft. Immer um 14 Uhr. Macht's gut, Leute. Ciao.